Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video. Irgendwie gerade ein bisschen leise, oder? Jo, Cory, hau mal ein Beat rein. Den Stefan Raab oder so. So, Freunde, jetzt kann es losgehen. Ja, herzlich willkommen zum nächsten Video. Ihr habt es schon in der Videobeschreibung gelesen. Heute geht es um den Adaya Blueberry Mint. Ich komme jetzt. Ich blende euch hier drüben die OVP ein. Ja, ich sitze hier relativ nackig, ja. Ich war vorhin gerade auf dem Balkon, hab geguckt, das Thermostat hat mir gezeigt, 35 Grad, ja. Ich bin rausgegangen, buff. Also was jetzt zurzeit hier schon wieder abgeht mit dem Wetter, mega krass, ja. Letzte Woche war es noch, weiß ich nicht, 10 Grad und Regen und heute sind es gleich 15 oder 20 Grad Unterschied. Also schon wieder ganz schön heftig. Nichtsdestotrotz mache ich ein Video für euch und was Frisches rauche ich hier, ja. Da verschickt mir schon wieder die Sprache. Ja, Blueberry Mint. Wir kommen erstmal zum Geruch. Hier drüben blende ich euch mal ein Bild ein vom Kopfbau. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Setup, Kopfbau, pipapo, unten in der Videobeschreibung, meine Freunde. So, Blueberry Mint. Ja, schwer. Also ihr riecht auf jeden Fall diese kühle Minze. Und eine süßlich-künstliche Blaubeere, die auch relativ süß ist in meinen Augen. Und ich würde sagen, wir kommen erstmal zum Rauch. Ja, Rauch kann sich definitiv sehen lassen, ja, der böllert ordentlich. Ich habe noch die feuchte Produktion von Adaya bekommen. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell aussieht, ob der immer noch feucht ist, ja, habe ich jetzt aktuell keinen neuen Adaya bestellt für mich. Kannst du mal in die Kommentare schreiben, ja, ob der jetzt trocken ist, ich weiß es nicht. Also ich habe zum Glück noch die feuchte Produktion erwischt. Jo, kommen wir mal zum Geschmack. Was schön ist jetzt für die heißen Tage. Super, ja. Lieben Gruß an, wer ruft an? Tobi. Na, jetzt leg endlich auf. Jetzt leg auf. Dankeschön. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Kühle Minze und im Abgang kommt dann noch so eine künstliche süße Blaubeere. Meine Güte, was ist denn hier los? Schmeckt mir, ja. Also ich habe ja den Alvara Blue Mint, die neue Produktion, habe ich ja ein bisschen überraucht. Ja, ist mir alles zu krass, auch von der Minze her und so. Oder von dem Menthol, von dem Alvara Blue Mint. Die alte Produktion, so aus 2011er Zeiten, ja, die war richtig geil. Noch in orangenen Dosen war es, glaube ich, ja. Aber jetzt so aktuell feiere ich den nicht mehr ganz so krass, habe ich vielleicht auch überraucht, ja. Aber der schmeckt mir mal wieder. Ist ein leckerer Blaubeere-Minztabak. Könnt ihr euch mal zulegen, Freunde? Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, was raucht ihr an den heißen Tagen so schönes? Ja, ich denke mal, wenn die Standardsorten Traube, Minze, Zitrone, Minze, Blaubeere, Minze, Minze pur. Oder raucht ihr vielleicht Zimt? Ich weiß es nicht. Was kostet Adaya jetzt? 13,90 Euro. Hier die Steuermark habe ich schon abge... Ach nee, hier ist ja noch. 13,90 Euro, 200 Gramm, genau. Feucht, wie gesagt. Hoffe ich. Will euch auch nichts Falsches erzählen, aber ich habe noch die feuchte Produktion erwischt. Ja, Freunde, das soll soweit gewesen sein. Was folgt jetzt den nächsten Tag noch? Ich habe in Facebook eine kleine Verkaufs- und Spendenaktion gestartet. Die wird, beziehungsweise ihr seht das Video jetzt am Donnerstag, ist jetzt ausgelaufen. Ich denke mal, nächste Woche werde ich da ein Video dazu raushauen. Ihr könnt gerne auf Facebook Shisha Schmidt mal suchen, könnt ihr mal ein Like geben. Könnt ihr euch mal informieren. Ich habe schon vor Ort mit einer Institution gesprochen. Ich werde die Tage mit denen telefonieren und werde das Ganze dann, ja, wenn ich das Geld bekommen habe von dem Verkauf, werde ich einen Teil davon nehmen und das Ganze auch noch spenden. Puh, reicht ja langsam, ne?
Ja, mal eine kleine Spendenaktion, mal ein bisschen spendabel der Schmitti oder sozial, will ich mal sagen. Ja, ich weiß nicht, ich könnte das ganze gestellte Zeug oder was ich hier bekomme irgendwie in Geld umwandeln, das dann meinem Finanzhaushalt zugutekommt, aber ich dachte mir mal, ich werde mal ein positives Beispiel sein, vielleicht macht der eine oder andere da auch mal mit oder spendet mal was, ja, finde ich mal was anderes, gab es in der Shisha-Szene so noch nicht und ich dachte mir, okay, ich bin mal ein bisschen sozial und spende mal was. An wen ich das spende, werdet ihr dann hoffentlich nächste Woche schon sehen. Ja, da werde ich mal ein bisschen quatschen, ob ich da ein bisschen was aufnehmen kann. Werde dann der netten Dame mit der Leiterin, habe ich heute schon geschrieben, ja, das Geld überreichen, die kleine Spende von mir. Wird jetzt nicht so mega groß, ja, aber ich denke mal, mit wenig Geld kann man auch schon was bewirken. Aber dazu nächste Woche mehr. Ich würde sagen, jetzt die Endcard. Hier drüben kommt ihr zu meinen letzten beiden Videos, Freunde. Könnt ihr mal reinklicken, falls euch das Video gefallen hat. Däumchen nach oben. Und euer kostenloses Abo könnt ihr natürlich da lassen. Falls ihr das noch nicht getan habt, würde mich natürlich freuen. Und wir sehen uns einfach am Sonntag im nächsten Video. Haut rein, euer Shisha Schmidt. Peace.